So, hallo und willkommen zur 78. Woche von Transcrowds. Diese Woche mit dem Thema Feedback und ja, ich bin wieder da. Ich war ja die letzten zwei Wochen, habe ich mir keine Videos gemacht, weil ich meine schriftliche Matura hatte und ja, wollte ich mich voll darauf konzentrieren. Und ja, zweiter Teil von der Matura ist dann in 4-5 Wochen und soweit kann ich jetzt wieder Videos machen. Und ja, also zum Thema Feedback, ich muss dazu sagen, ich bin ein Typ, und das ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich schreibe sehr selten was zurück. Also, soll aber nicht heißen, dass ich nicht lese, nur ich bin einfach extrem selten auf meinem eigenen Channel eingeloggt. Also meistens logge ich mich dann auf Transcrowds ein, wenn ich das Video hochlade, und bin, glaube ich, nachher gleich wieder aus und bin eigentlich selten auf meinem eigenen Channel und kann demnach auch nichts kommentieren. Aber ich lese es trotzdem. Also wenn jetzt irgendwer eine Frage stellt, dann antworte ich meistens, vielleicht habe ich mal was übersehen. Aber ich lese es trotzdem gerne und freue mich auch sehr oft. Also ja, es ist eigentlich durchwegs immer was Positives und ich lese es auch gerne. Also viele posten auch so ein paar kleine Geschichten von sich zu dem Thema und das lese ich eigentlich immer sehr gerne. Wenn dann eben irgendwer auch was über sich was schreibt. Und mein Kater bekommt auch sehr oft Kommentare, der freut sich auch bestimmt. Also der wird für sehr süß gehalten. Und ja, also wenn ich dann so Kommentare lese, wie, was ich letztens gelesen habe, du bist sacksympathisch oder sowas, denke ich mal, das freut mich. Und ja, also man freut sich natürlich über positive YouTube-Kommentare. Gab es schon Leute, die haben mir dann persönlich eben in die Inbox geschrieben, von meinem Profil auch. Und ja, das freut mich. Also da merke ich auch, dass die Leute sich das wirklich anschauen und sich auch gerne anschauen. Und das ist schön, weil darum machen wir es ja auch. Ja, negative Sachen. Mir fällt jetzt spontan kein Kommentar ein, der wirklich negativ war. Aber was mir auffällt, ist, da ist irgend so ein Ghost, der immer, also nicht immer, aber sehr oft, immer ein Dislike auf die Videos gibt. Das finde ich relativ lustig, weil das war schon von Anfang an so, glaube ich. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube, seit es den Channel gibt, gibt es irgendeinen, der immer auf den Dislike-Button drückt. Ich glaube, bei mir und noch bei irgendjemandem oder so, ich glaube nicht bei allen, aber das hat mich so fasziniert, weil es ist halt schade, aber man weiß nicht, wer das ist, aber ich will echt wissen, was geht mit dem, der schaut sich das Video an, und zwar jede Woche, weil ich glaube, dass es derselbe Typ ist, ne? Weil bitte nicht jede Woche irgendwer anderer random da jetzt das Video liken, aber er scheint sich jede Woche dieses Video anzuschauen und dann auf Dislike zu drücken, oder er hat uns abonniert, nur damit er jede Woche auf Dislike drücken kann. Das finde ich echt lustig, also weiß ich nicht warum, wenn was nicht passt einem Video, soll er sagen. Und dann ändern wir irgendwas oder gehen auf deine Wünsche ein, melde dich, sag, wer du bist. Vielleicht können wir irgendwas machen, aber ja, wahrscheinlich nur irgendein Troll oder irgendein Hater. Aber das ist ja im Internet gang und gäbe. Ne? Aber grundsätzlich denke ich, das Feedback, was wir bekommen, ist eigentlich immer gut. Und was mich vor allem beeindruckt, ist eben das Feedback, was wir auch so von der Öffentlichkeit her haben. Also, ja, eben, dass viele schon durch Transcrowds immer auf uns aufmerksam geworden sind, eben auch Radiosender, Fernsehsender und so weiter, haben wir auch schon Anfragen bekommen und sowas. Und das taugt mir eigentlich auch so, Studenten, die gerne mit uns reden würden und sowas, also dürfte auch doch recht bekannt sein. Und ja, wenn ich dann sowas merke, wenn ich sowas höre, wenn ich eben check, es gibt viele, die sich das anschauen, dann freut mich das, weil denke ich mir, hat es auch einen Sinn, dass wir das machen, und bin froh, dass wir das angefangen haben. Ja. Und das war's diese Woche von mir. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag weiter. Ciao.